Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alan Wake. Einem Schriftsteller, der in bizarre Albträume geraten ist und natürlich wissen will, was hier los ist. Ja, ich muss mal wieder sagen, es sieht so klasse aus. Lesen. Okay, könnt ihr euch durchlesen? Ich mach wieder weg. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles weißt ist du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Na, war klar, dass er uns nicht glaubt. Das ist normal. Also ich hätte ihm wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Vor allem, wenn man eine Platzwunde am Kopf hat. Das deutet darauf hin, dass er irgendwo sich gestoßen hat. Und dann denkt man, das ist ein bisschen bescheuert. Aber wir müssen es irgendwie beweisen. Er hat gesagt, warte hier. Was muss man jetzt machen? Stimmt hier raus, oder? Oh, Wahnsinn. Kurz genießen. Schweigeminute. Ich finde das toll. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Warum nicht gleich präziser? Okay. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, Al, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Er glaubt uns nicht. Wo hast du dir das Formular gegeben? Al, du bist ein böser Junge. Ach ja, was soll man dazu noch sagen? Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Danke. Na, dann wollen wir uns mal aufmachen. Und wie immer das natürlich nachts. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen.
Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Ja, knallhart. Entweder helfen oder verpissen, ganz einfach. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, das scheint wohl zu sein. Noch eine Thermosflasche. Ja, soll schon Mitternacht sein? Sieht nämlich so aus. Das ist ein bisschen zu hell, aber... Naja, dann machen wir uns aus auf den Weg zum Lover's Peak. Ich werde hier warten, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich habe das Gefühl, mit dem passiert noch was. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Schön vorgelesen. Nicht hier drin noch was? Au. Oh. Was? Jetzt haben wir nur die Pistole? Barry hatte die Mietwagenschlüssel. So. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Ich will gerade sagen, können wir jetzt mit dem Auto fahren? Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Das sind gefährliche Leute. Wow, ganz ruhig. So schrecklich, ey. Guck mal, was ist denn das hier? Das ist schon so Geheimraum, also nicht Geheimraum, sondern. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ja. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Sehr interessant. Oh ja, das liegt mir. Ich lasse es nicht immer komplett durchlaufen, weil das ist ein bisschen zu lang. So. Sollte das jetzt gruselig sein? Ja, es kommen noch Momente, wo man sich erschreckt. Und es beginnt wieder. Ich merke schon, gleich kommen die ersten. Was immer noch ist, wir nennen sie nicht Hinterwäldler, sondern Schattenwesen. Hier ist noch ein Haus.
tatsächlich bestimmt nicht mehr. Okay, hier ist nichts drin. Oh Mann, hier muss ja jemand ganz doll gewütet haben. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Akte X. Wohnen wollen, da kommen wir nicht rein. Oh, ein offenes Auto. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Oh. Hä? Jetzt ist Licht aus. Oh oh. Was ist das hier oben eigentlich für ein Weg? Also hier gibt es noch in den Wanderwegen Telefone. Das gibt's sonst nicht. Don't feed wildlife. 100. Also kein Wildvieh füttern. Ist ja bei uns auch so. Drop Hazard. Noch ein Manuskript. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ach, ich könnte ihn stundenlang zuhören. Was, er hat, also der deutsche Synchronsprecher hat so eine ruhige, sanfte Stimme. Muss ich echt mal sagen. Also da haben sie sich keinen billigen Studenten gesucht von der Straße, der Jorgen Quatsch für 25 Cent vorliest. Also deswegen ist Alan Wake ein sehr tolles Spiel. Also ich empfehle es jedem selbst zu spielen. Zwar sind manche Passagen mit den Schattenwesen schwer, weil halt Massen kommen, aber die Geschichte ist 1A. Und die ist auch sehr lang. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Oh, oh! Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helf mir! Oh, oh, was ist hier los? Was ist los? Was müssen wir machen? Sind hier irgendwie noch Munition? Nein. Wir sind gleich da. Was ist hier passiert? Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Ja. Nee, sieht hier nicht. Auch nicht. Oh Mann, was ist hier nur geschehen? Die Lichter einschalten. Ich glaube hier glaube ich nicht. Ganz ruhig. Nee. Ich schätze mal drüben oder so, wa?
Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Wunderschön. Ich mag das Erzählung. Finde ich auch gut sowas, dass sie sich noch Mühe geben. Da ist noch eine Manuskriptseite. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Das Licht. Unser bester Freund. Da liegt noch Munition. Batterien. Müssen wir eigentlich jedes Mal dann immer neu suchen? Ich schätze mal schon. Oh, ich war zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Rusty! Rusty! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Nicht mit mir, du kleiner Pisser. Ich habe mal das Gefühl oder mal gelesen, so dass man die wegmachen muss. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Oh je. Bitte, nicht die Tiere füttern! Sie steht wieder. Oh, das ist der. Anweisung der Ranger. Was ist das? Was ist die Nein? Besucher erlaubt ihr eine andere Lizenz für den Park erworben haben. Gehen Sie die Dinger mit 100 Meter an Himmel und Völker an. Wow, zu spät. Lassen Sie Ihre Hunde nie unbeaufsichtigt. Stirb, ey. Nicht mit uns. Okay, eine Waffe hat er jetzt nicht fallen gelassen. Wow. Alter! So, und dann stellt euch mal vor, wenn her 7-6 Stück davon kommen. Was ist hier denn los? Hier haben wir ein bisschen Licht, hier können wir uns heilen. So. Wow. Ich muss echt lernen, mehr die Ausweichtaste zu benutzen. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Ja.
Darauf sollte er hören, aber ich fürchte, er ist ein kleiner Dickkopf. Ich kenne so eine Leute. Man soll nie den Helden spielen. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ah, schon 6er Back Bier. Also ich bin zu Hause. Nein, Spaß. Was war eigentlich hier runter? Gab's hier nicht noch einen anderen? Nee, da kamen wir her. Ich Idiot. So, heute mache ich die Folge ein bisschen länger wieder. Aber nur ein bisschen. So, was steht da? For your safety, stay on this. Irgendwas mit zu ihrer Sicherheit. Bleiben Sie nicht am. Gehen Sie nicht am Rand. Ach, was weiß ich. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Okay. Theoretisch können wir auch durch, aber was das jetzt bringt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sehen es oben auf der kleinen Karte, also Energieanzeige. Na toll, jetzt war noch das Licht kaputt hier. Ah, ich wusste. Ah, ich wusste es. Ah, ich bin gedrückt. Wow, wow. Alter! Ich kann zweimal nicht drücken. Finde ich ein bisschen unfair. Ey, ich habe einen Schlag abgekriegt. Ein. Das ist fast die Hälfte. Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mir mal die Ausweichtaste auf eine andere, auf einen anderen Hotkey packen, weil da tut mein kleiner Finger weh, wenn ich mal dieses Shift drücken muss. Aber weiter geht's. Wir schaffen das schon, Freunde. Ich bleib mal kurz stehen. Ich glaube, so lädt er nicht direkt auf, oder? Wir haben noch irgendwie Energie bekommen. So, Lover's Peak. Ich weiß ja nicht, was die beste Strategie ist. Da oben ist Licht. Und da Licht ist rot. Super, danke. Zum Glück bin ich hier hochgegangen. Lovers Peak. Was uns da erwartet? Öfters mal fliehen. Ey, ich hab doch gedrückt, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Also meine Taste ist aber auf jeden Fall nicht kaputt. Wir brauchen auch dringend wieder Munition. Sonst müssen wir laufen. Puh. Oh.
Alter! Alter, das gibt's doch nicht. Alter, ey, ich... Leute, ich drück die Ausweichtaste. Die ganze Zeit, aber du sollst ja nicht drücken, ich weiß, du sollst nur drücken, wenn er schlägt. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Ja, jetzt schon wieder den Teil. Konzentration. Wir haben noch 2 Schuss. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen mal die Schrot nehmen. Na, die hat aber auch nur 6 Schuss. Ich hoffe, die fressen nur eine Patrone. Ja. Alter. Alter, schieß doch mal, du Idiot. Ey, das ist so ein... Boah. Alter, das gibt's doch nicht. Das, ich drück doch schon die ganze Zeit. Ich hab... Oh Leute, ich drück doch die ganze Zeit. Oh, das Spiel macht mich fertig, Alter. Was soll denn das mal werden, wenn man auf schwer spielen will, Alter? Ich finde hier nicht mal Munition. Also trotz, dass das ein schönes Spiel ist. Oh nö. Keine Munition mehr. Wir brauchen dringend Munition. Okay, 12 Schuss ist besser als nichts. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Ja, wo denn, wo denn, wo denn? Denn der lädt nie automatisch nach. Wenn man das vergisst. Berlin. Na toll. Ich weiß ja nicht, wie man die... Wie man die sonst besiegen soll. Oh, klasse. Alter! Ich bin um die Sackgasse! Keine Ahnung, also das war jetzt gerade zu viel. Ich bin gerade in den Sackgasse gelaufen. Ey, da kommen 4 oder 5 Stück. Wir haben nur 12 Schuss. Wir brauchen 3 für einen kleinen. Das kann ja was werden. Wir haben keine Schrot.
Oh Mann, ey. Nein, wo geht's denn hier lang? Aha, oh. Oh, ich drück doch ausweichen, Mann. Alter, wie viel kommen da noch? Ich muss fliehen irgendwie. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, ey, das. Was ist denn das für eine Kacke, Mann? Ey, ganz ehrlich, wie schwer wenn. Ey, das ist normal Schwierigkeitsstufe. Finden wir hier irgendwie noch Munition oder so? Ey, das gibt's doch nicht. Na, da seht ihr, das ist sau schwer, ohne Scheiß. Wegsprinten könnt ihr vergessen. Die sind schneller als wir. Wieso verlaufe ich mich immer, wenn ich zurücklaufen will? Wow. Alter! Also es ist schwer. Oh Mann, oh Mann. Oh Leute, wie viel wollt ihr noch kommen? Ihr sollt komplett nachladen. Na, keine Munition mehr. Sau schwer. Und weg sind sie. Boah, ey, Leute. Es kann doch nicht so schwer sein. Oh, was soll denn das nachher werden? Weil ich weiß ganz genau, es kommen noch viel, viel schwierige Parts, beziehungsweise Abschnitte. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, weil das waren gerade mal 5 auf einem engen Raum. Und wir haben keine Munition. Nichts. Also. Auf schwer muss das richtig schwer sein. Auf normal ist es schon extrem schwer. Also. Trotz der guten Story, der guten Geschichte, perfekte Charaktere, Synchronsprecher etc. Das Spiel an sich ist sau schwer. Und es wird nachher noch schwieriger. Ich kann mich noch an einen Part erinnern, wo ich damals gespielt habe, vor 3 Jahren. Wo man auf so einer Art Konzertbühne ist. Und dann muss man da praktisch sich verteidigen und da kommen die da aus allen Ecken, von vorne, von links, rechts, und da bin ich selbst auf leicht öfters tot gegangen. Da frage ich mich, wie soll das jetzt auf normal werden? Also das ist doch krank. Also, naja, wir werden sehen. Ich beende den Part erstmal. Ich sag danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen, euer Tobi von Turbulent, und entschuldigt die kleinen Ausflipper, aber ich glaube, ihr versteht das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.